im Winter bewächern und im Sommer gespielen. Der Chef bin ich. Ich bin ein zufriedener Mensch. Man muss sich aber auch ein bisschen zufrieden machen. Sali, ich bin der Mandi, Zinnöcker am Anfang von St. Martin im Mühlkreis. Ich bin froh, dass ich die kenne alle und es ist geil, dass dort. Und jetzt habe ich einen Hänger. Servus Sali, danke, dass du bist. Ich bin der Zinnöcker Manfred, alias Zinni, Wursch Mandi von St. Martin im Mühlkreis. Taugt mir, dass du dort und einen Bericht macht. Wir haben da heute eine Metal-Veranstaltung, weil Metal ist mein Leben. Ich bin Metzgermeister, aber Metal ist mein Leben, da komme ich runter. Und super, dass du dort und danke für alles. Ich sage jetzt gleich das, was mir am wichtigsten ist, und das ist, dass noch echte Instrumente und echte Musiker machen. Ich meine, vielleicht gibt es den ein oder anderen Metal, wo elektronische Nuancen drinnen sind, ohne Musiker, aber das Wichtigste sind die Instrumente, die Gitarren und das Schlagzeug. Und von mir aus auch in meinem Fall der Gesang. Bei uns ist es so, oder bei mir, wenn ich auf die Bühne gehe und quasi der Play-Knopf gedrückt wird und es losgeht, dann schalte ich sowieso um, dann bin ich in einer anderen Welt unterwegs. Das auf jeden Fall, ja. Ob das dann beim Publikum auch so ankommt, weiß ich nicht, aber das hoffen wir immer. Das ist das Ziel. Wieso Metal und nicht Jazz? Wieso spitzen kein Jazz? Ich glaube, der Bier kann noch. Also ich kann nicht Gitarre spielen. Also. Ich habe sogar ein bisschen besser unsere Instrumente spielen können. Jazz ist auch geil. Wenn man eigentlich so gechillt daheim liegt, ist Jazz auch geil. Aber auch Metal. Das hat halt ein gewisses Potenzial, da wird man so richtig stark. Siehst du einfach in der Hand, da Metal, da wurl's einfach, da stößt man Torf. Jazz ist ein easy, cheesy, lounge, einmal, passt auch voll. Aber Metal ist nicht Metal. Voll, wir stehen voll auf das, was wir machen. Natürlich, sonst würde man es nicht machen. Definitiv. Wir machen die extrem zache, niederschmetternde Mucke, also wenn du dann mal so wirklich so richtig die Laune vermiesen lassen willst, dann haust du unser Blatt deine Hände noch aus. Das ist das beste Mittel gegen zu gute Laune. Ja. Das Problem hat man ja oft. Ja, wenn du zum Beispiel eine gute Scheibe mit deinen Ohren drin hast, sag ich mal, macht es einen Klopp und du bist in einer ganz anderen Welt. Und ich sag mal, wenn du in der Früh schon aufgerast, hast du einen kleinen Kick schon. Und tagsüber ist auch die ganze Zeit, zum Schlafen gehen, gibt es das auch noch wegen. Also wie gesagt, und dann fährt man jetzt, sage ich mal, zum Konzerte. Ja, wie gesagt, mein Horchen hat es mir auch mal erwischt, einmal Gehörsturz gehabt, aber wie gesagt, es gibt eine Technik, wo man wieder hören kann. Und das nutze ich jetzt aus, sage ich mal, alle Konzerte ein bisschen verfolgen und so. Okay. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass es dann selber Spaß macht oder dass man nicht sagt, ich höre jetzt Metal, weil es ist halt schon so groß oder ich höre böse Musik, sondern dass man einfach das hört, was einem gefällt. Ja. Ich habe das jetzt die letzten Jahre herausgefunden, dass ich schon ein gescheiter Heavy Metal Fan bin. Also für mich gibt es nichts anderes mehr. Ich bin gerne auch für eine gesellschaftliche Geschichte, Schlager, Gstanzlsänger ist natürlich auch so eine Geschichte, das taugt mir auch, weil das tue ich selber auch gern. Gstanzlsänger ist auch gern, aber der Metal ist einfach geblieben. Warte mal,
Die Hüpfen sind sauer, die Bienen sind süß und mal am Nasenblättern zwischen die Viers. Holodria, Holodria, zickzack, Holodria, wo sagst denn du? Das Geheimnis zu der Mädchenmusik, ich glaube, das musst du leben. Weil wenn du sowas nicht lebst, dann bist du es nicht auch. Das geht nicht. Wie lebst das du? 2 Jahre lang. Nebenbei ein wenig als Tischjockey. Aber ich lebe das. Ja, das ganze Rudel da, was da sitzt, sind jetzt mit mir mitgekommen da oben. Und da machen wir es einen gemütlichen. Und Schuf hat mich angeschaut, und Schuf hat mich angeschaut, hat mich Schuf immer angeschaut, hat Schuf auch nicht mehr angeschaut. Du stehst vorne vor der Bühne, und dann fangen die Drums an zu spielen, und das übernimmt deinen Herzschlag. Dann setzt die E-Gitarre ein, und die zieht sich ganz hart auf. Und bei gewissen Bands ist es einfach so, wenn du jetzt da einen Sänger hörst, dann singst du mit. Jeder sagt aber, du wirst aggressiv, wenn du so eine Musik hörst, aber das holt dich aber von einem stressigen Tag. Wenn du krank bist und du hast so eine Musik auf, du bist richtig wie ein anderer, der was kifft, der hat eine Reggae-Musik. Viele sagen einfach wüt und das sind so wüde Typen und ja, die sind so anders und tätowiert und ja, mit denen kann man nichts anfangen. Aber ich denke mal, es ist ein Genre wie jedes andere und es gibt dort und dort verschiedene Leute und ich denke mal, alle zum Gern haben. Metal deswegen, weil ich einfach drauf stehe, wenn es ein bisschen clasht. Hauptsache, es muss ballern. Ich glaube, die Bevölkerung, die sieht in erster Linie natürlich Leute, die immer schwarz angezogen sind, die tätowiert sind, die pierced sind. Das was natürlich auch ein bisschen wild rumkommt manchmal, aber ich kann einfach nur bestätigen, Mädler sind die freundlichsten, netten Menschen, die es gibt auf der Welt. Hm. Wird sich nicht ändern, gell? Nein, das wird sich nicht ändern. Ja. Und das Bier gehört halt auch dazu. Ja, weil. Leute, sag euch eins, bleibt hart und stark, weil es geht nur miteinander, sonst gar nicht.